Hallo und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zu Castle Story. Ja, wir sind immer noch bei unserer großen Plattmach-Aktion hier. Wir werden aber bald anfangen, hier wieder aufzufüllen. Wobei wir füllen ja von der Seite aus auf. Steinvorräte sehen soweit gut aus. Auch wenn wir wieder ungerade, komische Zahlen hier haben. Das waren 10 Steine, die einfach mal da so in der Gegend rumlagen. Ja, und die Jungs sind auch fleißig am Unterbuddeln. Woran habe ich überhaupt die Höhe festgemacht? Fällt mir gerade so ein. So, das ist die Höhe, die sie... buddeln sollten und sie buddeln. Eins zu wenig. Wahrscheinlich habe ich die Höhe gar nicht eingestellt und das war Zufall. Okay, zwei Schichten noch. Also ja, die Höhe, da wollen wir erreichen. Ja.
Oder wir können es auch von hier drüben aus machen. Genau. Und ich glaube auch langsam mal. Wollen wir das hier weg? Den hier können wir auch mal auf Freimachen stellen. Oh, ach ja. Gut, den jetzt noch. Ja, machen wir die Höhe, die Treppe so hin. Und den können wir wegmachen. So. Das sollte einen Ticken schneller gehen, weil das etwas kleiner ist als das hier. Entschuldigung. Die Ecke hier sieht übrigens interessant aus, so klein und abgelegen. So, während die dabei sind, kann ich schon mal hier den nächsten Steinbruch hoffentlich anlegen, ohne dass mir das Spiel abstürzt. Danke. Ja. Oh, ups. Da habe ich eine Ecke übersehen. Dann machen wir das folgendermaßen. So, sagt da unten noch ein paar Steine ein. Was soll das jetzt werden? Jetzt kommt man echt nicht mehr an diesen Stein ran.
Okay, warum auch immer. Ach so, weil das so einer ist. Nein, nein, nein. Was will ich? Dann Fletten. Machen wir das folgendermaßen. Das ist jetzt Micromanagement extrem. So, reicht das schon? Kannst du da den Flut weggraben? Ja, kannst du. Gut. Das heißt, ich kann den Flatten-Task entfernen und kann die Steinchen wieder entfernen. Ich könnte die auch einfach da lassen, fällt mir gerade so auf. Na gut, der kommt dann halt als letztes irgendwann später weg. So. Damit ist die Treppe auch mal weg.
Habt ihr keine Lust, den Block zu entfernen? Oder wartet ihr, dass Tux kommt und ihn entfernt? So. Das heißt, ihr könnt jetzt hier anfangen. Da nimmt sogar schon einer einen Stein mit. Ich habe mich doch hier nicht vertan, oder? Na gut, ist um eins verschoben, weil es die andere Seite ist. Kannst du das Changes bitte? Aber ja, es wird alles schön begradigt und richtig gemacht. So, der Quarry ist auch fertig. Wisst ihr noch, wie viel Mühe wir uns immer geben mussten, diese Ecke hier aufzufüllen? Jetzt können wir einfach drüber kippen. So, es passieren wieder interessante Sachen mit der Steinanzahl. Und ich glaube, bei den Steinen, die wir gerade noch so vorrätig haben, können wir die erstmal ein bisschen so runtergraben lassen. So die Deckschicht und vielleicht die ersten zwei Schichten und dann fangen wir an, wieder Steine zu sammeln. Können sogar noch ein bisschen verrückter sein und mal wieder 8 Leute zum Flatten schicken. Ich sagte, wir schicken 8 Leute zum Flatten. Und nochmal Hydra Gif Letten. Ihr habt das gerade gesehen, oder? Ich habe Daimer den Befehl gegeben, er soll zum Flatten-Task übergehen und er ist wieder auf den Quarry zurückgesprungen.